Erster Versuch, würde sagen, geht schon. Ja, ich liebe euch, Jura-Typen. Echt jetzt. Seht euch nur an. Seht euch nur all diese Daten an. Apropos Jura-Typen, ich bin etwas überrascht, dass ihr geistig so begabt seid. Ich dachte, Kampfmodelle seien etwas beschränkter. Weniger denken, mehr töten und so. Um ehrlich zu sein, erscheint es mir ziemlich sinnlos, euch mit irgendwelchen Intellekt auszustatten. Okay. Mehr Daten. Ich brauche mehr Daten. Und ihr werdet mir helfen, oder? Ist übrigens eine rein theoretische Frage. Ja, von mir aus. Du hast Bumm. Ja. Ich möchte, dass du die Feinde dort in 30 Sekunden oder weniger erledigst. Jetzt wird Zeit zu kämpfen. Und immer schön draufhalten. Aber schießt in der blöde Pott hin, ey. Sekunden ist schon rum. Den müssen wir also noch mal annehmen. Warten aber kurz, bis die Leben wieder voll sind. Und das passiert, glaube ich, auch im Gespräch. Oh, krass, krass, oh, wow. Okay, ne, ich glaube, das schaffen wir mit unserer jetzigen Ausrüstung so noch nicht. Das heißt, wir gehen erstmal in die Wüste. Vielleicht noch Zeug. Oh, wir bräuchten jetzt eigentlich so viel Medizin, die wir uns jetzt sparen können. Oh, das ist so geil. Mal kurz gucken. Widerstandsschwinden hier auch erstmal bevor wir in die Wüste kommen. In der Wüste liegt übrigens auch noch irgendwo ein Pott, das haben wir auch schon zwischendurch erfahren. Und von diesen Springer-Dingern hier müssen wir noch ein paar Blatt machen. Denn die hatten Federn, die wir für irgendwas brauchten. Rossiger Klumpen, ne, der hatte keine Feder. Die Dehnespule, genau, sowas war's. Was die für uns hatten. Haben wir ja noch schönes Licht. Hat noch was leuchten sehen? Ne. Boah, Spiel. Mal wieder ein hier. Läuft aber schlecht heute, ey. Brauchen noch ein paar von diesen gestapelten Kollegen hier. Hey, hallo. Nichts fallen lassen, oder doch? Der Schnickbuch, weiß nicht, was wir damit wollen. Die Spule, genau, die braucht man. Wo ist sein Loot? Autogegenstand halt, ne? Okay.
Ja, was salut? Werden die nichts verloren? Da liegt Wasser, das wird nicht von denen sein. Ne. Hier war noch einer, ich hab noch. Ne, so eine Kollegen hier. Ja, bloß Level 6. Das war gar nicht so stark in der Stadt für die Gegner. Meins, 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 meins. Fox! Haben wir nicht schon mal einen Fox gefunden? 20 Geld, wirklich? Ich mit 20 Geld. Oh, hallo, euch will ich. Schieß mal ruhig auf den. Ich guck mal, ob der was fallen gelassen hat. Die Spule, genau. Glaub, wir brauchten bloß eine, aber wir können ja schon mal mitnehmen. Einer da. Ja. So, hier war auch eine Mission, ne? Hier müssen wir da rein. Ja, das sieht gut aus. Laut Minimap. So, if we use those numbers from the resistance camp as coordinates, yeah, we're pretty much standing right on top of whatever they're pointing to. So, wieder da. Mikrofon ist an hier. Oh, komm. Boah, oh, du für Held hier. Ach, ich bin Level 30. Boah. Machen wir aber gut Damage hier, ey. So ein bisschen healen. Denkst du echt, ich lasse dich so nah kommen, Junge? Huch, da fliegt gar nicht zurück. Na gut. Ah, okay. Also das scheint also so zu sein, wenn wir aktuelle Quests erfüllen, beziehungsweise in aktuell interessante Gegenden fahren, dann sind die Gegner passend zu unserem Spielfortschritt. Hier draußen sind die Gegner Level 6, hier hinten, wo wir rein sollen, sind sie Level 30. Passt ja eigentlich. Wenn wir die Level 6 Gegner ja gerade lieber wären. Uiuiui, weil die halt heftig Damage machen. Stufe 16. Stufe 16, sehr hübsch. So. Hier geht's zur Mission. Da liegen zwei Tote. Was ist denn immer dieses Klingeln? Ach, das heißt, glaube ich, wir dürfen speichern, oder? Weiß es nicht. Ich hab mal online gekonnt. Mal kurz gucken. Machen wir wieder Level 6, ja. Immer wieder außerhalb der Mission.
Ja, außerhalb des Missionsbereichs, was er gesagt. Boah, wirklich? Hast du mich jetzt noch getroffen, du Mistvieh? Na gut, dann machen wir da lang. Hopp, hopp. Aber schon wieder dieses Klingeln. So wenig Geld. Was? Bist du die Kill? Kill? Oh, krass! Hallo, will der auch irgendwann mal sterben? Wow, krass, ey, der teilt aus. Kann ich sehen nicht. Was ist denn das für ein Vieh? Ich sehe einfach fast gar nicht, ne? Bevor wir die mitkriege, dass ich ausweichen muss. Oh, jetzt habe ich nicht gesehen. Ich habe schon gesehen, aber ein bisschen spät. Der nimmt einfach so gut wie keinen Schaden. Seh nichts! Nicht mal der große Pot-Angriff zeigt an, dass er überhaupt Schaden nimmt, ey. Krass, was hält denn der aus? Er ist zum Glück relativ langsam, sodass wir gut ausweichen können. Alter. Au, au, oh, je, 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 jetzt habe ich nicht gesehen. Ah, shit, 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 shit. Weg, 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 weg. Oh, ich dachte, er war down. Boah. Oh, krass. This machine life form's comrades were destroyed. Driven by that grudge, it lured a resistance member to this location. It then proceeded to destroy him. Are you saying this thing wanted revenge? Oh, come on now. That concept is far too complex for a machine. Oh, gerade schnell heimlich Nase geputzt.
Weil wir schön am Regenerieren sind. Wir haben schon ewig keine Medis mehr genommen. Oho, das ist cool. Sollten aber trotzdem immer für Bosskämpfer welche dabei haben. Oder für so eine Kollegen, ja. Ah, Pudding! Du hast es wohl nie geschafft, so wie es aussieht. This corpse. I wonder if it's the resistance member we're looking for. Let's check his memory. Seems this one came here looking for revenge as well. I guess the weaker one lost. Okay, Menschentagebuch, Gedächtnischip. Was können wir mit einem Gedächtnischip machen? Können wir den irgendwie auslesen? Ja, oder? Wir können ja. Doch ja, eigentlich. Nee, das ist ja nicht drin, oder? Dann vielleicht doch so. Ja. Fähigkeit Dragon Chips Typ B anpassen. Jetzt hier diesen Gedächtnischip. Nein. Okay, dann müssen wir den 100 Pro irgendwo hinbringen. Na gut, wir wollten erstmal die Wüste schnell. Die zwei Dinge machen, bevor wir dann zum Pascal gehen. Going to feel terrible telling that woman what happened to her friend. It's the truth. She has to know. No matter what that truth actually is. Kommen wir da hoch? Da oben gibt's was, aber wie kommen wir da hoch? Da ist schon wieder dieses Klingeln. Wo kommt das her? Keine Ahnung, wie wir da hochkommen jetzt. Wo ist der Eingang zur Wüste? Hier vor uns und dann dadurch. Haben wir erstmal links von uns. Unbekannt. Genau. Und immer geradeaus. Auf! Da liegt übrigens was. Ich hab's gesehen. Technikbuch. Wenn wir damit irgendwas machen können. Wir finden lauter Gelumba. Wir haben noch nie was gebaut. Wir haben es einmal aufgerüstet, irgendwas. In der Ecke war auch immer was, ne? Oder irgendwas. So, hier sind wir, glaube ich, dem einen hinterhergerannt? Nee, das war in der Wüste, dann haben wir den, glaube ich, getroffen. Hello there. Hello? Testing. Pascal? Is that you? 9F. Yes, it is me. Many apologies for the sudden transmission. I heard that you were searching for the missing child, yes? Well, if you would. Please consider this a personal request for myself as well. Go find the child as quickly as you can. She's such a good little girl, and so fond of her sister. She's probably somewhere around the desert at the moment. That's where she's likely to find the dented plate her sister needs. Got it. Thank you so much. And please be careful, all right? Yeah, wir sind doch gerade auf dem Weg. Immer kein Stress. Immer schön Ausschau halten. Denn hier gibt es irgendwo auch einen Pott. Ich weiß nicht, ob die einfach rumliegen oder.
die irgendeinen Gegner hat oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich kümmere mich auf jeden Fall immer ein bisschen mit um. Hier ist gar nichts. Hä? Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie geil! Wir haben einen Pott gefunden! Ja! Is this a pod? Hypothesis. The owner discarded this pod and left it in safe mode. Motives unknown. Why was it abandoned? Pod, reactivate it for me. If it's usable, try to overwrite the original owner with my ID. Activation complete. Access granted. Previous owner ID successfully overwritten. Special weaponry now available. Oh, cool! Rakete? Oh, cool. Okay. Er hat also Raketen. Wie geil ist das denn? Ach, das Rote ist auch weg. Das war. Ah, cool. Also sind die Pots scheinbar auch. Sag schon, auf der Karte markiert. Dann ist vielleicht, was wir gesucht haben, der Pott. Also hier in der Ruinstadt, wo wir auf den Goliath geklettert sind. Vielleicht liegt da auch irgendwo ein Pott. So, verlorenes Mädchen, hier müssen wir hin. Aber hier will ich erstmal hin. Denn da war ja diese Tür, die wir nicht öffnen konnten. Wir sind schön schnell hier. Gefällt mir. Mit dem Roboter davor, der irgendwas erzählt hat. Dann mal gucken, ob der wieder da ist und ob der jetzt vielleicht was anderes erzählt. Er hat auf jeden Fall was gewusst. War nicht hier in der Mitte. Wo war das? Dort. Mal gucken, ob der wieder davor steht. Jedenfalls sind hier wieder schön viele Gegner. Wird er jetzt zerstört? Ne. Steht immer noch davor oder wieder. Erstmal. Unser Anhängsel hier. Was ist das? Danke. Möchte ich dann was Gelumpe einsammeln? Dann mit Gold. Oh, sehr schön. Reumütige Maschine. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, warum? Warum musstest du diesen Ort noch finden? Ja, das ist dasselbe, was das letzte Mal erzählt hat. Was? Ah. Ja, wir kommen hier noch nicht rein. Also weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Bis jetzt, was es mit die blöden Türen auf sich hat. Gut, das heißt, wir haben jetzt hier zwei Sachen. Was ist das? Fotos und das verlorene Mädchen. Die Fotos sind näher erstmal. Machen wir das auch gleich, wenn wir eh schon hier sind. Eule, lauf! Eule, lauf, nicht stolpern. Wollte ein bisschen spielen. So eine Art Sturm. Ein Sandsturm.
Aber wir sind ein Android, uns soll das nicht stören. Hier war schon wieder dieses Klingelgeräusch. Was heißt das? Wir kommen gar nicht mehr vorwärts, kann das sein? Das ist übrigens wieder so ein schwarzer Punkt auf der Map. Oh, hier müssen wir auch auf jeden Fall angeln. Nicht bloß Foto machen, auch angeln. Ne, wir sind ja kein Foto machen, bloß die Koordinaten geben. Hold on. This is one of the places in that resistance member's photographs. Better record the coordinates. So. Offensivheilung, okay. Kristall. Ja, da steht jemand. So, eine von den Jura-Soldaten, die abgehauen ist, oder? Hallo. Kürzlich hat es hier eine Schaufögel ihre Flügel. Was? Kürzlich hat hier eine Schaufögel ihre Flügel ausgerottet. Ich frage mich, ob sie einen Ausweg aus dem Sturm kennt. Man hat das Gefühl, die Zeit vergeht hier viel langsamer. Wenn du ein bisschen Zeit hast, wie wäre es denn dann mit einer Runde angeln? Ja, hatte ich vor, Eule. Ah, ich will in die Kisten reingucken. Wir haben schon so viele gefunden und ich kann sie einfach nicht öffnen. Das ist doch kacke, sowas. Willst du noch was anderes? Aber ja, ich hatte sowieso vor, hier zu angeln. Und was sehen können wir im Wasser nicht? Nein. Bitte, hier oben können wir gleich nicht mehr weiter. Ja. Also genau, der Sturm hält uns praktisch ab. Der bremst wieder. Hallo, du darfst stehen bleiben. So, werfen. So, wehe, wir finden ja nicht. Der hat uns ja schon darauf hingewiesen, dass wir hier angeln sollen. Hier muss ja was sein. So, wir haben mal schnell einen neuen Energy aufgemacht. Ja, Maus, hau ab. Oh, weh, befinden wir nicht. So, wir haben auch noch gar nicht nachgeguckt, was der Schwertfisch wert ist. Was? Vielleicht sollten wir auch nicht immer so lange an derselben Stelle angeln. Ja, wer ist? Aber hier muss es irgendeinen besonderen Fisch geben. Hier war schon wieder dieses Klingeln. Wo kommt das her? Und hier können wir nicht speichern. Ich google das jetzt mal schnell. Liebe Leute, tut mir leid, ich muss mal kurz googeln. Mal kurz Herr Dr. Google befragen. Herr Dr. Google finden wir. So.
Nier Automata. Ja, Sound of Bells, genau, das klingt gut, das klingt gut. Nee, der meint was anderes. Ich mal kurz, das ist gerade ein kleines Video, da wieder da. Video existiert nicht, weil wir müssen wissen. Egal. Egal, egal, egal. Das werde ich mir später mal angucken. Ja, wir wollen am Fisch fangen. Muss ein Fisch drin sein. Muss einfach. Aber schon wieder dieses Glockengeräusch. Was sagt mir das? Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Scheiße, das nervt mich. Das kann ja bloß irgendein Hinweis sein auf irgendwas. Vielleicht auf die Kisten oder so. Aber was schon wieder, übrigens. Also es muss irgendeinen Zweck muss es erfüllen. Stehst du eigentlich so hinter mir, Kollege? Willst du mal ein bisschen Abstand halten oder so? Ja, wenn man übelster Plan. Da war es übrigens schon wieder das Geräusch. Ein Fisch. Kann ja nicht wahr sein. Schwer ist hier einen Fisch zu finden. Also können wir eigentlich mit beiden Pots angeln. Also prinzipiell haben wir sogar drei Pots zur Verfügung. Ja. Aber schon wieder. Furchtbar. Ja, wieder kein Fisch. Nicht stundenlang hier stehen. Ich weiß nicht, ob wir den einholen können, wenn der untertaucht. Probier's mal. Hat man Finger auf der Taste. Beobachte es mit Adleraugen. Da war schon wieder das Klöckchengeräusch. Ich hab den Pott im Blick. Kann ja nicht sein. So Kacke. Das Klöckchengeräusch geht mir langsam auf den Senkel. Okay. Kann man jetzt Karpfen erhalten? Okay, also müssen wir den schon das erste Mal anzupfen, wenn er eintaucht. Hätte uns ja mal vielleicht irgendwann jemand verraten können. Ja, nein, erst wenn der damals ist, geht nach Hause.
Wo war die Musik jetzt hin? War schon wieder das Fläppchengeräusch? Was haben wir hier Schönes? Koi-Karpfen. Aha. Also wenn man mal rausgefunden hat, wie es funktioniert, ist es gar nicht so schwer. Wir können die Fische ja verkaufen. Na, komm schon. Komm schon. Komm, einen Menschen aus dem Wasser holen. Noch ein Karpfen. Nee, abbrechen. So, das heißt, wir müssen jetzt immer quer durch die Wüste. Ab geht's. Dann werden wir uns mal Richtung Story-Mission begeben. Also sowieso, wir wollten ja bloß das Mädchen, weil wir eh ins Dorf müssen. Das heißt, auf dem Weg dahin können wir auch noch ein Foto machen. Genau. Können wir noch ein Foto machen. Für die Nebenquest und... Ah, genau. Und hier ist noch ein schwarzer Punkt. Aha, schwarze Punkte sind also doch Personen. Ja, bleib doch mal stehen, Eule. Widerstandsmitglied? Ich frage mich, welche Art Zivilisation hier früher existiert hat. Ja. Okay. Bist ein sehr gesprächiger Kollege. Aber egal. Einmal quer durch, bitte. Was wollt ihr von mir? Kiste? Mach Kiste auf. Falsche Seite. So, den Kollegen looten wir auch noch. Seabread. Ja, geht klar. Ja, kommen wir durch. Ja, sind wir da fast schon durch. So, davon aus hält er irgendwas anderes an. Nee, nicht anvisieren. Hör auf. Ich habe gerade überlegt, was das ist, aber da war bloß ein Schatten und da was daneben. Komm schon. Meins? War schon wieder das Plöckchengeräusch. Kann nicht wahr sein. Hallöchen, bist du die Maschine, die ja draußen nach Ersatzteilen sucht? Hä? Was seid ihr denn? Meine Schwester hat uns gebeten, dich zu suchen. Hat sie? Echt? Echt?
Was meinst du also? Sollen wir dich nach Hause bringen? Ich hatte solche Angst. Right. Let's get her back to Pascal's village. How'd you get lost out here anyway? Oh, come on now, don't cry. Did you at least find what you needed? Cool. Das ist echt cool gemacht. So, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Wir können uns jetzt bestimmt nicht teleportieren. Wir müssen jetzt praktisch erstmal wieder Wüstenregion Ölfeld, Wüstenregion Mitte. Kompaus Melancholie. Vielleicht sollten wir da erstmal hingehen, oder? Aber da können wir uns dann noch poppen. Schnell. Ja, der Standort, aber das ist ein roter Punkt. Achso, das ist das Mädchen, was bei uns ist. Ja, wir müssen jetzt. Ja, nicht zum Ölfeld. Wo geht's denn raus aus der Wüste? Hä? Die Wohnanlage. Hier ist nochmal Fotos. Wüstenregion Lager. So, wir können es ja auch drehen. Ah, hier ist der Ausgang. Also gar nicht so weit. But I bet she'll be even happier to see you back home safe and sound. Hä? Wo bist du? Kleine? Aber du willst mir jetzt nicht sagen, dass du so langsam bist, oder? Ach, komm schon. No one made the desert. It's just an area that lost all its vegetation due to a lack of precipitation. This caused lasting changes in the soil, which means plants aren't able to... Soil? It's dirt. Ground. The stuff we're walking on? Cool. Achso, wir brauchen ja einfach nur folgen. So, wir haben ja immer die Raketen. Warte. Oh, krass. War ein großer. Stimmt. Wir haben jetzt einen Pott mit Raketen. Just a force caused by changes in temperature and atmospheric pressure and... Huh. That's actually a hard question now that I think about it. Kinda deep, really. I mean, where does the wind blow from? What do you think, 2B? Don't know, don't care. Yep. Mir egal, weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Ich bin nur ein Androide. Wie schießt denn der? Wir müssen einfach gedrückt halten. Der verdient der Luft, das ist cool, ne? Die treffen natürlich alle so ein bisschen. Aber der macht wenig Schaden, da gefällt mir der eigentlich so prinzipiell besser.
Ja, stammen wir weiter. Wir machen das ja schon. Verbeulte Platte. So eine hast du doch gesucht. Mädel. Ja, liegt noch was. Achso, fängt an mit Heulen, sobald wir zu weit weg sind. Aha. Aha. Machines can't really make children. Neither can androids, now that I think about it. To be? A little help here? Huh? You're the chatty one. Work it out. Oh. Wow, it's getting late. Let's get you home already. Ja, sag's ja doch! Kommt gleich Gegner. ja, geh aus dem Weg, Eule. Erstmal die kleinen fertig, würde ich sagen. So, Kollege, jetzt bist du dran. Oh, der hält schon ordentlich was aus. Aber so viel Angst wie beim ersten Begegnen braucht man nicht mehr vor ihm haben. Eins. Ach, schon wieder das Geräusch. Na, Mädel? Machen wir unbedingt einen Screenshot von ihr. Machen wir ein bisschen schneller. Sieht schon cool aus. Einfach mit so einer fucking Schleife auf dem Kopf und schon ist es ein Roboterkind. Also ein Robotermädchen. was? Eine rosa Schleife? Okay. Können wir ihr hinterherlaufen? Na, ich glaube, sie ist einfach weg gleich, wenn... ja, man, Gittler schickt dann 9S vorbei, da wollt ihr das ja erzählen. Well, that was exhausting. Yep. Sehr gut, wir müssen auch in die Richtung. Also jetzt kann sie rennen wie Weltmeister, weißt du? Gerade. Oh, die Kumpel latschen mal schön langsam durch die Wüste. Und jetzt. Oh, komm. Ist ein Android und fliegt alle 2 Meter hier auf die Nase. So. Hep, hep. Hep, hep. Da war schon wieder. So, hier können wir uns gleich irgendwo teleportieren. Weiß noch nicht. Wir könnten ins Widerstandslager gehen. Und von dort aus können wir den Weg nehmen, wo wir das Foto machen. Oder? Ah. Ja, seht ihr auch gerade, ich muss gleich mal ganz kurz im TS nach oben. Aber erstmal sammle ich das schnell ein. Ja.